Ja, hallo. Wir wollen dieses Integral hier lösen, und zwar dadurch, dass wir die Definition des Tangens anwenden, also Tangens x gleich Sinus x durch Cosinus x. Allerdings ist da noch ein kleiner Trick notwendig, bevor wir hier die Definition des Tangens anwenden können. Wir müssen nämlich den Bruch hier erweitern. Ich schreibe es mal hin, was ich mache. Erweitern, und zwar mit 1 durch Cosinus x Quadrat. Gut, dann machen wir das mal. Dann erhalte ich das Integral. Zunächst einmal schreibe ich die alten Werte ab. Also im Zähler steht eine 1, im Nenner steht Sinus x mal Cosinus x. So. Und jetzt führe ich dieses Erweitern durch. Ich erweitere mit 1 durch Cosinus x Quadrat. Cosinus x Quadrat. So, das dx schreibe ich mal ein bisschen weiter rechts, weil da mache ich gleich noch eine Umformung, da brauche ich ein bisschen Platz. Gut, was kann ich jetzt machen? Jetzt kann ich hier Cosinus x kürzen. Im Nenner hier, ne? Das und das hier einmal. Dazu mache ich aber erstmal Folgendes, damit ihr das besser seht. Dieses Cosinus x Quadrat schreibe ich als Cosinus x mal Cosinus x. Ne? Cosinus x Quadrat heißt ja nichts anderes als Cosinus x mal Cosinus x. So, dann sieht das beim Kürzen ein bisschen sauberer aus. Sonst hat das keinen Grund, warum ich das so mache. Gut, und was haben wir da jetzt erhalten? Fassen wir mal zusammen. Wir haben hier im Zähler 1 durch Cosinus x Quadrat. Und im Nenner bleibt übrig Sinus x durch Cosinus x. Alles andere fällt weg. Ja, und Sinus x durch Cosinus x ist ja Tangens x. Und jetzt sehen wir auch, was wir dadurch erreicht haben. Das Integral hat nämlich jetzt diese Form hier. Und zwar ist das die Substitutionsregel 3a, eine der wichtigsten. Ja, und die sagt, wenn ich den Nenner ableite und da kommt der Zähler bei raus oder ein Vielfaches, dann muss ich hier den Nenner substituieren. Also wenn ich den Nenner ableite, muss der Zähler bei rauskommen. Gucken wir mal, wenn ich Tangens x ableite, ja, wie mache ich das? Indem ich in der Formelsammlung nachgucke, dann erhalte ich 1 durch Cosinus x Quadrat. Ja, an der Stelle fragt sich jetzt mancher, woher wusste ich denn, dass ich hier mit 1 durch Cosinus x Quadrat erweitern muss, damit ich hier diese Form erhalte? Ganz einfach, da habe ich auch nur probiert. Ne? Also da stecken keine Überlegungen hinter, sondern nur probieren. Gut, aber auf jeden Fall wissen wir hier, f von x müssen wir substituieren. Das sagt uns ja die Regel. Das heißt, meine Substitutionsgleichung, die lautet jetzt u gleich Tangens x. So, und das hier unten, das wischen wir mal weg, das fängt jetzt an zu stören. Also, mache ich meine Substitution, dann bleibt oben stehen 1 durch Cosinus x Quadrat, da tut sich nichts, und unten ersetze ich Tangens x durch u. So, jetzt muss ich natürlich noch hier mein dx substituieren. Dazu mache ich Folgendes. Nämlich das gleiche, was ich immer mache, beide Seiten der Substitutionsgleichung nach x ableiten. Dann erhalte ich hier du nach dx und hier erhalte ich, ja, was ist die Ableitung von Tangens x? Haben wir ja gerade gesagt, steht in der Formelsammlung 1 durch Cosinus x Quadrat. Das Ganze muss ich nach dx umstellen, denn ich bin ja dabei, dx zu substituieren. Und da erhalte ich dann dx gleich du mal Cosinus x Quadrat. Gut, also statt dx schreibe ich jetzt hier diesen Ausdruck hin. Das rahme ich nochmal ein. Das war meine Substitutionsgleichung. Ja, und wie gesagt, das hier kommt jetzt hier rein. Und da erhalte ich du mal Cosinus x Quadrat. Gut, man multipliziert einen Term mit einem Bruch, indem man den Term mit den Zähler multipliziert. Also kann ich hier auch dieses Cosinus x Quadrat hier oben hinschreiben. Und das du folglich ein bisschen weiter rechts, sonst stört es. So, und jetzt sehen wir schon, ich kann hier kürzen.
Das kürze ich nämlich weg. Und was erhalte ich da? Da erhalte ich das Grundintegral 1 durch u du. So, dessen Lösung kann ich in der Formelsammlung nachgucken. Das Integral 1 durch u du hat als Lösung den natürlichen Logarithmus des Betrages von u plus eine Integrationskonstante c. Ja, was mache ich als nächstes? Es fehlt ja noch die Rücksubstitution. Und deshalb ersetze ich jetzt u wieder durch Tangens x. Ne? Also nur die Substitutionsgleichung rückwärts anwenden. Und da erhalte ich dann den natürlichen Logarithmus des Betrages von Tangens x plus die Integrationskonstante c. Ja, das ist meine Lösung. Am besten, ich rahme die mal ein. So, das hier ist die Lösung. Ja, dieses Ergebnis werden wir jetzt wahrscheinlich im nächsten Video schon wieder brauchen, aber auf jeden Fall in einem der folgenden Videos. Hier sind wir aber erstmal am Ende. Ich verabschiede mich. Auf Wiedersehen.